Hallihallo, ich grüße euch. So, wir gehen jetzt mal gerade durch mein Treppenhaus. Ich habe übrigens hier in meinem Treppenhaus, wenn ihr das mal sehen wollt, ja, 286, 16, 10, 8 Megahertz, weiß der Geier was. Geht's hier los und dann geht's hier weiter hoch und da sind überall irgendwie, ne? Motherboards, Mainboards, nennt es wie ihr es wollt. Meine Schätzchen haben alle gute Dienste geleistet. Da sind auch noch mal welche. Ach ja, so. Wir gehen mal gerade hoch ins Wohnzimmer. Ich wollte euch was zeigen. Und zwar wollte ich euch zeigen hier, das da. Das ist meine Trennwand. Für die beiden da. Weil meine Trennwand ist ein Raumteiler, den man einfach nehmen kann und den man auseinanderfalten kann. Ja. Ihr seht, das Prinzip. Und damit kann ich da hinten meine Couchgarnitur vor den hier schützen. Ja? Wer es wissen möchte, wie es geht, ist relativ einfach. Ich ziehe es mal gerade ein bisschen weiter vor. Ja? Das sind einfach nur Vertäfelungsbretter, die im Ziehharmonika-Prinzip miteinander verbunden sind. Ja, man kann das Ganze, hier fehlt übrigens ein Brett, damit ich drüber gucken kann. Weil da hinten ist der Fernseher und die Anlage und so. Und manchmal guckt man auch aus der Küche. Ja, dann ist das hier im Weg. Deswegen ist das Ganze ein wenig reduziert. So, wie auch immer. So, Prinzip ist ganz einfach. Eine Dachlatte von der Seite. Eine Dachlatte da drauf geschraubt. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Und dazwischen liegen einfach nur Vertäfelungsbretter. So, diese Vertäfelungsbretter sind zwischendurch fixiert mit ein paar Schrauben. Ja, auf der anderen Seite genau das gleiche Prinzip. Die Länge ist dabei völlig variabel. Es liegt einfach nur daran, wie weit wollt ihr das Dingen. Ja, wie groß soll es werden? Sag's doch einfach so. So, wie auch immer, dann ist das Ganze auf den Stirnseiten wie eine Ziehharmonika verbunden über Scharniere. Also dazwischen ist ein Scharnier und dazwischen ist ein Scharnier. Und wenn man das Ganze jetzt mal von der anderen Seite betrachtet, sieht das so aus. Ja. Einfach nur ein Scharnier draufgeschraubt. Und so sind die einzelnen Segmente wie eine Ziehharmonika miteinander verbunden. Unten drunter sind ganz normale Rollen. Da würde ich empfehlen, falls jemand das Ganze nachbauen möchte, nimmt größere Rollen. Kleine Rollen haben den Nachteil, sie nehmen Hundehaare sehr gerne auf und dann muss man die des Öfteren mal sauber machen. Nichtsdestotrotz, ich zeige euch mal gerade hier den Aufbau. So, man kann das Ganze jetzt einfach nehmen und schiebt es nach hinten. So, hier steht schon mal etwas. So. Ja, also die eine Wand steht schon mal. Hier vorne ist die Trennwand. Zack. So. Das Element so, jetzt haben wir den Zoom auch wieder aus. Ich mache auch mal vielleicht noch ein bisschen Licht zusätzlich mit an. So. Wenn jetzt das Element noch nimmt, ist jetzt für mich passend einfach gebaut, damit ich hier diese ganze Ecke komplett abtrennen kann. Ganz schnell, ganz einfach.
ein paar Vertäfelungsbretter, ein paar Dachlatten, ein paar Scharniere und ein paar Rollen. Und die kleinen Hunde laufen dran vorbei. Ja? Oder liegen auf ihrem Platz. Das ist mein Raumteiler. Ich habe hier übrigens eine Länge von 1, 2, 3, 4, 5 mal 1,30. Ja, rechnet selber aus. Aber ich kriege den Raum komplett getrennt. Macht's gut. Ach nee, eins zeige ich euch noch. Das hier. Schaut mal. Das ist noch so ein kleines Bastelobjekt, wo ich gerade bei bin. Vielleicht zeige ich da mal ein bisschen mehr von noch demnächst, weil da kann man... Tja. Flippern. Selbstgebauter Flipper. So, das war's für heute. Ciao, ciao. Bis dahin.